Halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Together Secret of Mana. Hallo, liebe hallo. Schnabel, Tassen, Maus. Hallo, hallo. Das erst danach hallo sagen, sonst. Nein. Egal. Naja, der Tobi, der versucht noch irgendwie an diesem Stuhl des Grauens vorbeizukommen, schafft er aber nicht und wir gehen einfach weiter. Denn wir waren in der letzten Aufnahme irgendwie aus der Wüste El Sandalar, wenn ich mich recht entsinne, ins Walrossdorf gekommen. Das war irgendwie an Karfreitag, also das war der Zeitpunkt der letzten Aufnahme. Da haben die hier gerade zufällig auch Ostern gefeiert. Ostern ist jetzt ein bisschen vorbei. Die hatten auch schon alle angequatscht, meine ich, oder? Ja, hatten wir. Ja, ich war mir nicht sicher, deswegen frage ich lieber nochmal nach. Wir hatten auch schon den Schneemann hier bewundert und den anderen Schneemann, seinen Zwillingsschneemann. Und jetzt gehen wir hier zum ersten Mal in diesen, also zum zweiten Mal, aber beim ersten Mal sind wir gleich wieder zurück ins Dorf gegangen. Zum ersten Mal wieder in ein Wäldchen. Kann ich überhaupt die Steuerung noch? Ja, ich glaube schon. Ist wieder schon ein bisschen her, deswegen entschuldigt uns, wenn wir schlecht spielen. Was? Das war's. Ich bin nicht schlecht. Ach so, ja, stimmt, du nicht, aber ich vielleicht. 0,76 hier, hallo? Ja, wir haben immer noch nicht wieder gelevelt, ne? Und nein, trotzdem anscheinend keine Probleme. Also zumindest die Frostköter, die sind jetzt alles andere als schwer zu besiegen, habe ich den Eindruck. Naja, sie sind ein bisschen gemein. Ja, die springen einen halt direkt immer an, aber das kenne ich nicht anders von irgendwelchen Hunden. Ach, da oben ist noch einer, der hat sich verirrt. Darauf brauchst du jetzt auch gar nicht genauer eingehen, du. Nein. Tue ich auch nicht. Ja, dann ist ja gut, dann ist ja gut. Angsthase. Was? Au. Die Puki jetzt? Ja, ja, die ist auch nein. Klein. Nö. Wie, was? Hallo, wer geht meistens vorne weg? Ja, der Tobi. Gar nicht. Natürlich. Überhaupt nicht. Achso, wir suchen jetzt, genau, wir suchen auch noch den Vesuvio oder so, ne? Ich muss erstmal ein bisschen rekonstruieren, was wir hier eigentlich machen. Und ja, den Vesuvio suchen wir, also jetzt fragt sich wahrscheinlich der ein oder andere, der auch ein bisschen vergesslich ist, wieso sucht man den denn auf einer kalten Weihnachtsinsel? Ja, weil es hier eine heiße Stelle geben soll. Das kann natürlich auch hier die Frau von Santa Claus sein, aber vielleicht ist es tatsächlich auch der Vesuvio, der sich hier irgendwie, was denn? Nichts. Eine heiße Stelle mit einer Frau zu vergleichen, naja. Ja. Plump. Ja, schon ein bisschen. Aber das ist halt das Niveau dieses Let's Plays. Natürlich. Zumindest das, was von mir ausgeht. Ist man ja gewohnt. Ach ja, wir hatten ja auch noch ein Menü. Hast du schon vermisst? Ja, schon ein bisschen. Ist ja schon ein bisschen näher wieder. Also so viel habe ich jetzt nicht vergessen, aber es ist trotzdem mal ein bisschen ungewohnt, wenn man so viel Zeit dann wieder nicht gezockt hat, dann, ich meine, das ist ja auch schon dann wieder... Ja, ist ja meine Schuld. Ich weiß es gar nicht. Ja, tatsächlich, deswegen, das muss ich auch ganz klarstellen. Eigentlich nehmen wir auch viel zu früh wieder auf, denn eigentlich konnten wir vor nächster Woche ja gar nicht aufnehmen, dachten wir eigentlich, aber jetzt hast du doch noch Zeit gefunden, finde ich gut. Und hier ist das Rudolf. Ups. War das nicht Rudolf? Verzeihung. Naja, rote Nase, Rentier, Glöckchen um... Ja, ich würde sagen... Soll ich oder was? Sollst du. Ich bin so alleine. Mein Herrchen ist verschwunden. Wahrscheinlich hat das Monster im Eispalast mein Herrchen aufgefressen. Ja. Na, guck mal, der ist so viel am Flennen, da hat er schon die rote Nase bekommen. Der Rudolf. Oh. Deswegen habe ich ihn auch von dir lesen lassen. Einfach mal beim Weihnachtsmann klauen, ne? Weil du so gut flennen kannst. Lanzenorb! Ja, leider. Wieso ist die wieder zu? Haben die Bug oder was? Was? Hä? Ah. Was? Haben wir jetzt zwei Pflanzen, sag ich schon. Lanzenorbs? Zwei Pflanzenorbs, ich glaube auch. Oder nur ein, oder wir haben gerade einen Bug irgendwie ausgelöst. Aber ist egal. Ne, besser zwei als nur einen. Vielleicht können wir den jetzt auch gar nicht mehr aufrüsten, weil das Spiel jetzt kaputt ist, aber das werden wir dann ja sehen. Dann werde ich auf ewig eine sehr schwache Lanze mit mir rumtragen. So ist das. Dem einen oder anderen dürfte es bekannt vorkommen. So. Dass du eine Lanze mit dir rumträgst? Nein, dass er eine schwache Lanze mit sich rumträgt. Ach so. Ach ja, das ist schon wieder hier Argus-Niveau, Entschuldigung. Ja, das ist mir wieder viel zu hoch. Ja, das wusste ich, dass du mich angreifen willst. Nix da. So. Aua. Ja, dann scheint ja das Herrchen, dann müssen wir tatsächlich ja wirklich den Weihnachtsmann retten hier, ne? Also gehe ich mal davon aus.
Ja, aber ich habe das nur aus Spaß gesagt, weil wir hier auf der Weihnachtsinsel sind. Dass dann tatsächlich das, was mit Weihnachten zu tun hat und dass dann auch der Weihnachtsmann kommt, das hätte ich ja nicht für möglich gehalten. Das weißt du ja gar nicht. Vielleicht ist ja Rudolf gar nicht im Besitz vom Weihnachtsmann. Vielleicht ist das ja jemand. Wem soll denn Rudolf sonst gehören? Dem... Ja. Dem... Was? Ja, genau. Oder dem Grinch. Dem Grinch, ja. Das kann natürlich auch sein. Oder vielleicht auch... Vielleicht auch herrenlos. Nee, das hat er ja schon gesagt. Er hat ja gesagt, er hat ein Herrchen. Ja, Schande, Schande. Vielleicht ist es aber auch Hans-Peter aus der... Aha. Aus der... Oh, ist die nervig. Drogerie um die Ecke. Ich treffe die überhaupt nicht. Weil ich nicht glaube, dass ein Hans-Peter in einer Drogerie arbeitet. Da arbeiten eher Petras und so weiter. Also in Drogerieketten und so weiter. Ja, Lebenswasser haben wir gefunden. Ja, super schön. Ist auch nicht zu viel, weil die Pucki, die schluckt immer ganz gerne Lebenswasser. Jetzt sind wir einmal im Kreis gegangen. Toll. Ja? Nicht? Weiß ich nicht. Ich sind wir doch hier. Ich achte nicht auf meine Umgebung. Müssen wir hier lang. Dann gehen wir nach links. Oder nach Westen, wie das die Erdkundler sagen würden, wenn sie denn etwas zu sagen hätten. Efeumantel? Wieso können die das? Wieso können die denn einen Efeumantel zaubern? Was soll das? Das verstehe ich nicht. Und ich bin schon wieder konfus. Und da ist eine Truhe, die ich öffnen werde. Auch wenn die Puki mir zuvorkommen wollte. Ja, ist zu viel. Ist vor allem weggeschoben worden. Komm ich ja gar nicht mehr ran, du. So ein Quark. Oh, nicht getroffen. Wie immer. Jetzt frage ich mich aber, wer das Monster im Eispalast sein soll. Ich weiß es, aber ich sage es nicht. Bestimmt der Vesuvio. Nee, der ist doch kein Monster. Oh. Davon weiß ich nichts. Ich kenne den Vesuvio ja im Gegensatz zu dir noch nicht persönlich. Und ich bin immer erstmal ein bisschen misstrauisch. Ich glaube, das bringt anderen nicht. Lebewesen gegenüber. Vor allem, wenn es Aliens sind. Kennst ja schon so viele. Aliens? Ja. Ja, eigentlich nicht, aber es ist, glaube ich, gesünder, einem Alien zu misstrauen, als einem Menschen zu misstrauen. Menschen kannst du eher vertrauen als Aliens, weil du bei Aliens, wobei auch der Vesuvio kein Alien ist, das ist halt einfach nur eine andere, fremde Lebensform, die zufällig auch auf dem gleichen Planeten wie du selber lebt. Er lebt. Die Lebensform lebt. Egal. So, auf jeden Fall, da ist ja dann Misstrauen angebracht, weil du ja nicht weißt, wie die so ticken, ne? Nachher sind das ja alles Assis. Und die sind halt alle scheiße. Und dann ist es ja besser, wenn du dann gleich Misstrauen schenkst, weil du dann nichts falsch machst. Vertrauen können sie sich dann ja verdienen, wenn sie Bock haben. Wir gehen schon wieder im Kreis. Wir gehen schon wieder im Kreis, glaube ich. Dann gehen wir mal nach links. Also nach Westen wieder. Ja, da kommen wir doch aber gerade her. Nee. Doch, da sind wir doch im Kreis rumgeladen hier. Ja, aber jetzt gehen wir nach... Schau mal, ganz clever jetzt hier. Dann gehen wir nach oben und dann sind wir richtig. Und dann ist da der Eispalast. Bestimmt. Was irgendwo. Denn? Vielleicht. Oh, oder ein Endgegner. Oh, oh nein. Was ist der stark? Was bist du denn? Ja, mach mal Rätselraten. Warum? Ja, damit wir wissen, wer es ist. Und was der will und was der kann, was effektiv ist. Na gut, wer bist denn du? So eine Analyse. 1100, Erfahrung, 1040. Wie, keine Schwäche? Wie, der hat keine Schwäche? Ah, schön. Ja, ich lebe aber noch. Toll. Ich mach mal hier alleine, eben super. Fertig. Aua. So. Vielleicht sollte mal jemand ein Kraftwasser auf alle zaubern. Ja. Ach, stimmt, das konnte ich auch mal machen, ne? Nee, du kannst das nicht. Ach so, okay, dann lasse ich das. Das Harzgas, das ist ganz gefährlich. Das atmen auch immer die Harzer ganz gerne ein. Boah. Ich habe jetzt gar nicht geguckt gehabt, wie viel hat die Schlammbombe gebracht? Hat sie überhaupt was gebracht? Weiß ich nicht, habe ich nicht drauf geachtet. Aber das Kraftwasser hat was gebracht. Ja, aber er hat uns auch ganz schön viel abgezogen wieder. Die Schlammbombe zieht 88 ab. Nicht so viel. Ja, ich glaube, dem haben wir auch noch nicht besonders viel ab. Ach, da unten kannst du auch angreifen. Ja. Kannst du auch? Ich nicht, offenbar. Ich kann dann nicht angreifen. Toll, weil der Bildschirm da unten nicht weiterging, wurde ich angegriffen. Ja, weil du auf der falschen Seite stehst. Muss mal hier rüberkommen, bitte. Ja, ich bin auf dem Weg.
Nein, 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 nein! Doch, ich bin auf dem Weg. Keine Angst. Nein, das doofe Viech. Toll, hast eins. Hast du eins abgezogen, immerhin. Ist doch besser als nichts, du. Immer hier gleich am Aufregen. Hab ich wieder keine Magie mehr. Walnuss, Walnuss. Ja, jetzt darf ich auf einmal, sonst sich beschweren. Ja, bei den Walrössern gibt es sicherlich auch viele Walnüsse. Also von daher haben wir ja gar kein Problem. Na, der war gut, ne? Nee, ich warte, der verpieselt sich bestimmt gleich wieder. So, ich hau da mal zu. Siehst du, ich wusste es. Ha! Sehr gut. Au! Au, man kann aber nur einmal angreifen, habe ich das Gefühl. Ja, hat er sich dann... Danach wieder... wird die Ringranke immer immun gegen Angriffe. Aber gut, das überhaupt zu wissen. Okay, wie viel bringt der Blitz? Da, eins, oh, eins. Tatsächlich nur eins? Ja, die Stammbombe ja, bleibt effektiv. Eis angreifen ist, glaube ich, eher Schwachsinn, oder? Wieso? Ja, im Winter mit Eis angreifen? Ja, das ist eine Pflanze, du. Ja, gut, okay. Wenn man die einfriert, dann, ja, dann tut das schon weh, glaube ich. Siehst du? Ja, siehst du? Der tut weher als dein Blitzschlag. Ja, okay. Wir bleiben also bei der Schlammbombe. Ja, die Schlammbombe ist besser. Sieht so aus, wenn der so rauskommt wie so ein Clown, der aus der Kiste rausspringt. Kennst du die? Ja. So sieht das aus, wenn er da rauskommt. Das ist immer bei Kindergeburtstagen, ne? Oh, schrecklich. Also manchmal, bei manchen Kindergeburtstagen kommt man drauf an. Am besten kann ich mal die Ranke angreifen, sonst bin ich hier ein bisschen nutzlos gerade. Ja, dann mach das doch. Ja, mach ich auch. Aua. Ja, manchmal klappt das aber auch nicht. So, geht wahrscheinlich nicht. Weil dann wahrscheinlich eben, weil du schon gezaubert hast oder so, wurde das gleich schon als Angriff gewertet. Nicht getroffen. Bei mir prallt die ganze Zeit immer die Axt an ihm ab, das ist ganz komisch. Wo ist er denn jetzt? Da oben. Da oben, da oben. Ja, da oben, wo wir gerade nicht hinsehen konnten. Deswegen sag ich ja, oben. Ja, du das wusstest. Aber... Du kannst sehen, wo keiner sieht. Hä? Ja, mit meinem dritten Auge. Ha, das kennst du, ne? Natürlich. Dein Chakra. So, und dann so langsam... So langsam sollte er geplättet sein, weil der hat ja nur 1000, der hat ja nur 1100 gehabt. Ja, und so langsam... Wäre mal nett. So langsam ist der auch ziemlich kacke. Der nervt halt schon ein bisschen. Ja, das stimmt. Vor allem... Komisch, hier so ein komischer Zwischenboss. Das ist ein Endboss, dachte ich. Das ist doch kein Endboss. Der ist doch voll stark. Der Endboss ist irgendwo am Ende von irgendeinem Tempel oder so. Ja, super, super, ne? Mit 40 hier. Ich zieh doch über 60 ab. Da kannst du auch nicht den Angriff verschwenden. Na, jetzt habe ich nur noch einen. Schenskinas. Warte mal. Machen wir mal kurz. Wo war denn das nun wieder? War ja, das hier? Ja. Schutzaura? Ist das Schutzaura? Ja. Du könntest auch mal die Klingen zaubern. Vielleicht wäre das auch effektiv. Wenn die Schlammbombe hilft, ist ja Erde, dass man dann die Steinklinge, diese Erdklinge zaubert da. Okay. Kannst du ja auch mal machen. Ja. Mach ich beim nächsten Mal. Nein, das Problem ist, ich habe schon wieder vergessen, wie man die Charaktere richtig switcht. Und deswegen mache ich lieber nichts verkehrt. Einfach viel zu lange her. Ja, das ist es. So nach oben kommen, sonst komme ich nicht daran. 64, siehst du, hat schon voll was gebracht. Und hier, schon wieder hat was gebracht. Bewegt sich wieder nicht, die Troller. So, ich nehme jetzt nochmal eine Walnuss, ist mir echt zu blöd. Ich glaube, das war echt intelligent, was wir gemacht haben. Was jetzt? Mit der Steinklinge. Ich habe vorher auch schon relativ viel abgezogen. Ja, ich habe vorher gar nichts an ihrem abgezogen. Jetzt kann ich immerhin 37 abziehen, wenn ich ihn treffe. Vorher sind die Angriffe einfach abgeprallt von mir. Sie läuft direkt rein. Ja, ist aber auch die Ische, ne? Der Ische fehlt halt jedes Auge. Ich glaube, wir müssen die auch mal anders einstellen jetzt dann. Nach müssen diesem Kampf. Die gar nicht einstellen, die ist einfach dann nutzlos. Das ist ihre Aufgabe, nutzlos sein und uns ein Gefühl geben von Überlegenheit. Muss er denn jetzt? Toll. Ich glaube, er ist gleich hinüber. Oh, das ist aber ganz schön. Ganz schön. Ganz schön. Nervig. Geh doch mal. Dankeschön. Mann, ey. Nervigster Gegner im gesamten Spiel. Unser Geduldsfaden ist sehr kurz heute, glaube ich. Ja, ja, ich glaube auch so ein bisschen kurz. Gleich zu Anfang gleich mal so ein Nervgegner, wo man gleich denkt, boah, ey, kein Bock mehr. Aber Gott sei Dank war er jetzt ja nicht so stark, dass man jetzt gegen ihn hätte verlieren können. Und weiter geht's. Da war die Wand, glaube ich, noch ein bisschen schlimmer. Bogenorb, nur einmal erhalten.
Wieso gehen wir denn jetzt so... Hä? Ja, war. Ach, guck mal, hier ist das ja sehr frühlingshaft, oder wie, oder was? Wie, wo sind wir? Ja, sehr merkwürdig, hallo? Willkommen in Solaris! Wir haben eine Solaranlage, deswegen haben wir unser Dorf Solaris genannt. Ja. Aha, sehr interessant. Hier ist es immer warm, selbst wenn es schneit. Aha. Wer braucht schon Mana, wenn er hier ein Haus hat? Ja, wer weiß. Warte. Was? Sollten wir nicht? Mann! Sollten wir nicht? Egal. Aber habe ich jetzt hier... Egal. Hey, ihr! Könntet ihr mir mal gerade helfen? Es dauert nicht lange. Nee, scheiße, der klingt ja wie Tobi. Ihr müsst nur aufpassen, dass der Ofen... Nee, Quatsch, er muss ein bisschen irrer reden. Dass der Ofen immer schön geschlossen bleibt. Okay, ich rede halt doch wie Tobi. So. Der sieht aber auch sehr komisch aus. Ich bin halt auch sein Bruder und so weiter. So, Ofen schön geschlossen halten. Na! Ach so, ich dachte, du wolltest jetzt doch weiter erkunden oder wie oder was. Egal, Fragezeichen. Bruder? Was war denn das? Soll ich mal aufmachen? Mach auf. Lieber nicht, oder? Los, Tobi, mach auf. Ja, okay.